Hallo und herzlich willkommen bei Kani Erlebnispädagogik, Egon Hüde, Part 4, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich habe gestern kurz erläutert, warum ich den Rückzug andreht, warum ich nicht improvisieren möchte. Gründe gab es genug, gibt es noch mehr. Es hätte mich gereizt, aber nicht in diesem Wald, nicht an dieser Stelle. Ja, ich habe leider keine Hütte mehr gefunden. Es hätte noch eine Notunterschlupfhütte, so Schutzhütte gebe, aber alles offen, da wäre dann auch wieder der Lack hier an der Leine gewesen. Es wäre wirklich sehr frisch geworden. Ob ich da dann Feuer hätte machen können, weiß ich auch nicht. Ich war nicht dort. Ja, und die Hütte, vor der ich gefespert habe, die ist verpachtet. Da war tatsächlich eine Nummer, gehört zu irgendeinem Hotel. Und sie darf das nicht weiter vermieten. Da hat wohl das Forstamt der Drücker drauf. Ja, weiter Untervermietung. Genau. Ich bin dann zurückgelaufen ins Auto, habe mich erkundigt nach Unterkünfte. Und überall, wo ich war, war entweder belegt oder es war Prognose, ja, bei uns wird geballert an Silvester, also heute. Und ja, dann bin ich schon halb resigniert, noch einen Notfallplan im Kopf zurückfahre. Und der Notfallplan, der ist es Eintreten. Von Freudestadt auf der 294 zurück Richtung Pforzheim. Da kommt kurz vor Kalmbach die längste Strecke Deutschlands ohne Ortschaft zwischendrin. Und ich wusste, da ist ein Campingplatz. Und da bin ich einfach mal dann abgebogen und habe gefragt, habt ihr Hütte? Habt ihr noch Hütte frei? Was kostet der Spaß? Und in genau so einer Hütte bin ich jetzt. Ich bin jetzt mitten auf dem Campingplatz. Ja, Vor- und Nachteile kann ich nachher kurz erläutern. Ich habe jetzt erstmal das Dach über dem Kopf und ja, hinter mir seht ihr mein Schlafgemach. Also das ist ein Schlafsofa. In Verbindung mit meinem Schlafsack nutze ich das Ganze. Dann habe ich eine Küche mit Schränke. Ich habe sogar einen Fernseher da. Ja, gut, Radio reicht eigentlich. Dann habe ich hier noch zusätzlich Lucky Liegegelegenheit und Fressnapf und Wassernapf. Hier auf dem Tisch habe ich mich ein bisschen ausbreitet. Hier im hinteren Eck, da hat es noch ein Kinderzimmer mit Stockbett drin, ein Bad mit Waschbecken, Dusche und Toilette. Ja, und noch so Putzkammer. Ja, Vor- und Nachteile, was soll ich sagen? Es sind Kerze hier erlaubt, aber ich habe nicht die Möglichkeit, Feuer zu machen. Hier drin, also ist kein Ofen. Alles hier drin, das ist, finde ich, auch nicht so dolle, auf Elektrik auslegt. Das heißt, auch die Heizungen sind elektrische Heizungen. Finde ich ein bisschen Banane, aber gut, so sind sie halt. Das sind mal so die Nachteile, Feuer und wie man hier heizt. Vorteile. Wir haben es jetzt gleich 14 Uhr, Silvester. Ich hätte mal bei mir daheim, hätte schon mindestens 30 Mal böllert. Hier war noch kein Pieps. Und der Besitzer hat mir auch versichert, dass auf dem Platz selber nicht geböllert wird. Ganz, ganz vorne auf dem Vorplatz, das ist eine ganz gute Strecke. Da ist Böllern wohl für die Leute hier erlaubt. Da ist auch eine kleine Wirtschaft. Nee, ich habe mein Essen selber dabei, ich gehe da nicht hin. Ja, was soll ich sagen? Wir sind mal Silvester mal hier, wenn heute Morgen schon eine schöne Runde macht, bergauf, bergab, die ganze Höhenmeter, die ich gestern nicht gemacht habe, habe ich heute Morgen erledigt. Alles wunderbar. Einen Geocache haben wir eingesammelt, der war hier direkt an der Straße und was mich auch sehr gefreut hat, ich habe Bartflechte gefunden. Das ist die erste, die ich live sehe, obwohl ich schon einige Male auch in höhere Lage im Schwarzwald unterwegs war.
Bartflechte, also Flechte überhaupt, sind ja ein Luftindikator. Und je nachdem, was für eine Flechte es ist, zeigt es auch die Luftgüte, die Luftqualität an. Und die Bartflechte, da kann ich davon ausgehen, es ist sehr gute Luft hier. Das heißt, ich tue meinem allgemeinen Wohlbefinden, meine Lunge, mein Gehirn, meine Extremitäten, ich tue mir rundum was Gutes, wenn ich hier spazieren gehe. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das mit dem Geballer auch weiterhin so ruhig bleibt. Im Idealfall gar nicht. Im Semi-Idealfall, dass es um 12 ein paar Schüsse lässt und dann wieder vorbei ist. Und für nächstes Jahr suche ich dann vielleicht eine Alternative. Aber das habe ich im letzten Video schon gesagt. Ist wichtig, dass man da sowas einen schönen Rückzug findet, sagen wir es mal so. Genau. Dann hätte ich es gesagt, an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss. Ich werde es demnächst wieder ein bisschen auf Tour gehen. Bin jetzt lang genug hier drin gesessen, habe was gegessen, habe einen Kaffee getrunken. Wohlbefinden von mir ist gerade gut, Wohlbefinden von Lucky ist gerade nicht gut. Also Fressnapf ist nur mehr als die Hälfte voll. Und ansonsten liegt er hier, da der Schwarze. Und ja, ruht sich aus. Das heißt, am Mittag werden wir dann eher kleinere Tour machen, weil er einfach kopfmäßig so ausgelastet ist, dass er gerade absolut nicht viel braucht. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Jahreswechsel. Wenn ihr das Video seht, habt ihr es wahrscheinlich eh schon rum. Ja. Und alle ein erfolgreiches 2016. Bis dann, ich.